So, wir wollten ja noch einen Blick auf den Parker Planner werfen. Das machen wir jetzt einfach mal. Die App starte ich hier. Ja, grob zusammengefasst, es ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Die Übersicht, muss man sagen, ist den Jungs wirklich gelungen. Also die Option, dass man hier sowohl die Termine des heutigen Tages als auch die To-Do-Liste und die Notizen im Blick haben kann, gefällt mir gut. Wir können das hier einklappen, wenn wir mehr Platz für die Tagestermine brauchen. Die krankt aber die App an so ein paar noch nicht so ganz hundertprozentig umgesetzten Konzepten. Zum einen die deutsche Übersetzung. Also es ist, wo es geht, schon ein bisschen deutsch übersetzt. Hier oben links sieht man zum Beispiel Dienstag, den 22. Mai. Der Rest ist aber irgendwie noch auf Englisch. Unten Monat, Woche, Tag etc. Links an der Seite haben sie dann immer einen Vormittag unter die Zeiten gesetzt, aber haben hier halt nur zwei Buchstaben Zeit, das anzuzeigen. Da hat halt anscheinend irgendjemand AM und PM übersetzt, aber das passt hier nicht so richtig rein, finde ich. Wie gesagt, da fehlt die Übersetzung und es fehlen auch so ein paar grundlegende Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, ich habe hier keine Settings in der App, also nicht nochmal irgendwas, wo ich mir meinetwegen einen Standardkalender auswählen kann. Und mit dem Stichwort Standardkalender kommen wir gleich zum zweiten Problem, sage ich mal. Ich kann hier einen neuen Termin anlegen. Da sage ich einfach, ja, da sage ich einfach Test. Da hat mich die E-Mail gerade ein bisschen irritiert. Wenn ich den Termin jetzt nochmal ein bisschen genauer definieren möchte, meinetwegen Teilnehmer dazufügen, dann komme ich nicht daran vorbei, nochmal raufzutippen. Also das geht nicht in einem Schritt. Und hier kann ich mir jetzt zwar den Kalender aufsuchen, der kriegt dann aber, nehmen wir doch mal hier den Notizen benannten Kalender, der kriegt dann aber in der Tagesansicht keine andere Farbe. Das ist ein bisschen schade. Also wenn man da mehrere Kalender hat, mehrere Kalender verwaltet, dann sieht man das nicht deutlich in der Tagesansicht und sieht und hat vor allem auch keine Möglichkeit zu sagen, wenn ich neue Termine anlege, dann sollen die immer in dem und dem Kalender angelegt werden. Dann nimmt er halt den Standardkalender des iPhones und nicht vielleicht einen, den man sich aussucht, weil man die ganze Sache ja nur für die Arbeit benutzen möchte. Die Geburtstage werden nicht gesondert gekennzeichnet. Wir können hier mal in die Wochenansicht reinspringen. In der Wochenansicht ist es mir nicht gelungen, hier einen neuen Termin anzulegen. Also ich habe hier zwar die Möglichkeit, mir die ganze Sache anzugucken. Das ist auch ganz nett gemacht, finde ich, dass die aktuelle Woche immer oben so rot markiert ist, die nächste dann grau. Aber wie gesagt, es gibt nicht die Möglichkeit, hier einfach mal raufzutippen und zu sagen, ich hätte jetzt gerne einen neuen Termin am Mittwoch um 12 Uhr. Monatsansicht, ja. Da sind halt Termine, wie gesagt, die haben alle die gleiche Farbe, aber man weiß auch nicht so wirklich, um was es da geht. Immerhin gibt es hier die Möglichkeit, auf den aktuellen Tag zurückzuspringen. Die To-Dos, die zeigen uns einfach nochmal die To-Dos, die wir hier an der Seite angelegt haben. Das ist wirklich eine Option, die ich ganz angenehm finde. Nehmen wir doch mal hier, na, da oben sind wir, nehmen wir doch mal hier eine neue To-Do. Die kann man sich einfach reinschreiben, wenn die fertig ist, vorne den Haken. Ist sie wieder weg. Die Kombination aus To-Do und Kalender ist wirklich ein großes Plus und auch mit ein Grund, warum wir die Applikation hier wahrscheinlich auf dem Gerät drauf behalten werden und mal gucken, was so die nächsten ein, zwei Updates sagen. Die Notizen, die werden zu einem Tag immer dazugeordnet. Das heißt, wenn wir uns das hier mal angucken, wir sind jetzt auf dem Dienstag drauf, wenn ich hier einen weitergehe, dann habe ich die gleiche To-Do-Liste. Das ist klar, weil ja, die To-Dos irgendwie so lange halten, bis sie halt erledigt wurden. Aber die Notizen, hier unten habe ich mir so eine kleine Testnotiz angelegt, die sind dann immer einem Tag zugeordnet und da ist es dann ganz praktisch, wenn man hier nochmal die Liste hat und auf die in der Vergangenheit angelegten Notizen zugreifen kann. Ganz praktisch ist das auch noch oben nochmal die Tagesliste, wo dann alle bevorstehenden Termine nacheinander angezeigt werden. Aber auch hier ist halt so ein bisschen das Problem, dass sowohl auf Farb- als auch auf Kalenderkennzeichnung verzichtet wurde. Und dass die Geburtstage nicht besonders hervorgehoben sind. Vielleicht sollten wir uns ganz kurz nochmal anschauen, wenn wir hier in der Tagesansicht drin sind und einen neuen Termin erstellen. Ah, 1, 2, 3, zack. Die Optionen, die uns da angeboten werden. Da haben wir normalerweise die Start- und die Endzeit. Wir können uns aussuchen, ob der wiederholt wird. Können Leute dazu einladen zu dem Termin und noch einen Alarm setzen. Da können wir vielleicht nochmal reinklicken. Gibt es halt diese Standard-Settings, Viertelstunde davor, 2 Tage vorher etc. Also wie gesagt, eigentlich ein vielversprechendes Konzept, schön übersichtlich aufgemacht, ich finde es auch optisch ganz gelungen, aber
noch nicht so 100% ausgereift. Wenn die Sache ordentlich ins Deutsch übersetzt wurde und man hier ein bisschen mehr Einstellung hat, die man setzen kann, dann ist das auch eine Geschichte, die wir für den aktuell verlangten Preis empfehlen würden. Momentan müssen wir aber sagen, Parker Planner, vielversprechend, aber noch nicht fertig.